Willkommen in Kassel-Würzburg. Willkommen in Würzburg Hauptbahnhof. Dieser liegt in Deutschland, genauer gesagt in Bayern. Ja, wunderbar. Diese Gegend ist weltberühmt für ihre Berge, Wälder, Seen und Burgen. Ja, damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsimworld 3, der Danny spielt das. Wir werden uns heute ein wenig in Kassel-Würzburg umsehen und ein wenig mehr über diese Strecke kennenlernen. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Dort fehlt eine Streckenkarte. Lassen Sie uns das in Ordnung bringen, während wir hier sind. Dann werden wir das mal ändern. Wunderbar. Es gibt noch mehr Aufgaben zu entdecken. Sie können fehlende Streckenkarten einsetzen, Erste-Hilfe-Punkte auffüllen, Kies in Säcke füllen und Tunnellängenschilder aktualisieren. Ihr seht hier noch die Nebenstrecken Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Aschaffenburg, Gießen und Göttingen. Und von Frankfurt noch nach Bebra. Wäre schön, wenn die Streckenteile auch befahrbar wären. Aber wer weiß, vielleicht kommt das hier noch in einem der nächsten Updates. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Im Moment ist leider nur diese Strecke Kassel, Fulda, Würzburg befahrbar. Und ja, das ist leider so, aber es ist so, wie es ist. Und wir warten jetzt mal, bis unser Zug hier einrollt. Da kommt er schon, der ICE 1. Zug ist angekommen. Steigen Sie ein. Ach, jetzt dürfen wir in den angezeigten Wagen einsteigen. Als Passagier? Das wäre ja geil. Dann machen wir das mal, wa? Was denn jetzt? Können wir jetzt hier einsteigen? Na, steigen wir einfach hier ein. Nehmen Sie auf einem beliebigen Fahrgastsitzplatz. Dann machen wir das mal. Welchen nehmen wir uns denn mal? Ich bin ja immer der Meinung, mit Tisch ist am besten, weil man da sein Trinken und so weiter draufstellen kann. Und am Fenster sitze ich sowieso am liebsten. Ja, und vorwärts. So, wir haben Abfahrt. Sehr, sehr schön. Das mal als Passagier. Das ist doch mal geil, oder? Ich finde das geil. So, da sehen wir noch die Türen, wie sie geschlossen wird. Zack. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Sehr, sehr schön. Als Passagier. Ich heb ab. Total geil. Diese Strecke verläuft über 185 Kilometer zwischen den Städten Würzburg und Kassel auf der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg, Deutschlands erster Hochgeschwindigkeitsstrecke. Die Bauarbeiten an der Strecke Hannover-Würzburg begannen 1973 und voll eröffnet wurde die Strecke 1991 bei durchschnittlichen Kosten von 20 Millionen Euro pro Kilometer. Eine große Herausforderung beim Bau der Strecke waren die 50 Tunnel und 31 Viadukte, die auf diesem 185 Kilometer langen Abschnitt zwischen Kassel und Würzburg nötig wurden. Sehr, sehr interessant, das alles mal so zu erfahren. Muss ich wirklich sagen, gefällt mir. Dieser Zug war der erste Intercity-Express-Zug, auch bekannt als ICE 1.
Er besteht aus zwei Triebköpfen der Baureihe 401 an jedem Ende und bis zu 14 Wagen dazwischen. Hergestellt von Siemens zwischen 1989 und 1993 war der ICE 1 die erste Generation von Hochgeschwindigkeitszügen in Deutschland mit einer Höchstgeschwindigkeit von 280 km pro Stunde. Auf dieser Strecke können Sie sowohl den ICE 1 und seinen modernen Nachfolger, den ICE 3, fahren, als auch Güterzüge ziehen mit Hilfe der BR 185.2. Übrigens, die Außenansicht hat er jetzt selber gemacht. Erleben Sie den Rausch der Geschwindigkeit, während Sie durch dicht bewaldete Täler, über ehrfurchtgebietende Viadukte und durch tiefe Tunnel rasen. Dies ist TrainSimWorld Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Errungenschaft freigestaltet. Eiskalt. Ja, das war's dann auch schon. Aber es ist doch mal interessant, das so zu erleben, muss ich ehrlich sagen. Ja, das war's dann mal wieder mit diesem kleinen Einblick in die Strecke Kassel-Würzburg. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich sag bis zum nächsten Mal. Euer Denis Spieters. Ciao, Servus und Tschüss.